Meine Lieben, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Black Mesa und so. Ja. Wir sind immer noch im Explosionskrater, beziehungsweise im Kapitel Explosionskrater und eben, ja, haben wir im letzten Part die, das Raketenteil klar gemacht, die dieses untere Teil, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Und ja, versuchen jetzt in dieser Folge das große böse Wesen auszuschalten, was wir im letzten Part gesehen haben. Oh. Ich muss mal ganz kurz einen kleinen Cut machen, weil ich will mal gucken, ob das mit dem Sound alles so passt. Einen Moment, ganz kurz, bitte. Einen Moment. Bin gleich wieder da. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Oh, shit. Okay. Fuck. Ey, was? Wir müssen irgendwie nach oben kommen, auf jeden Fall. Und, bin nicht begeistert davon, was hier gerade abgeht. Wohin? Da oben. So, da ist der Steuerungsraum. Steuerraum? Steuerungsraum? Ja. Was ich zu sagen, okay. So, wie man sieht, beides ist aktiv. Fuel und Oxygen. Das heißt Fire. Schön grell auf jeden Fall. Burn. So, und jetzt haben wir das Monster besiegt. Yeah. Well, I guess it's true. If it bleeds, you can kill it. This is as far as I go. Ah ja. Weise Worte auf jeden Fall. Jetzt können wir tatsächlich nach unten. Und im Wesen hinterher. Yay. Es geht weiter. Sehr tief, sehr, sehr tief. Da würde ich nur ungern runterspringen, um ehrlich zu sein. Oh, ich glaube, da ist eh Wasser gerade. Oh. Ja, und hier sind die schönen Einzelteile eines Monsters. Komme ich nie hoch? Ach, da. Und jetzt haben wir eine neue Waffe freigeschaltet. Der Revolver. Nicht wunderschöne Animation. Oh. Ja, der hat es leider nicht geschafft, ne? Ich glaube, der hat sich wahrscheinlich unten versteckt. Aber ich meine, er hätte sowieso nicht mehr lange überlebt. Weil, guck mal, was hier ist. Wir kriegen davon komischerweise keinen Schaden. Und, ja. So viel dazu. Müssen wir aber erstmal wieder nach unten. Also ich komme hier irgendwie nicht weiter, dankeschön. Uff. Oh, wird wieder radioaktiv. Thank you.
ist die Frage, wohin? Ich will ja eigentlich nur ungern runterspringen. Hier wahrscheinlich. Okay, ich glaube nicht, dass wir da rein sollten. Hatte ich auch nicht vor. Jetzt sieht man den Effekt auch richtig, den ich vorhin meinte. Dass es so weiß wird, irgendwie so schwarz-weiß. Okay, und jetzt? Oho. Ah. Hier. Und dann hier. Das macht Sinn. Glaube ich. Welch schweres Rätsel. Oh fuck. Was passiert doch jetzt gleich hier, oder? Ladebildschirm. Der passiert. Ah. Nein, Mann. Oh. Ich hasse diese Viecher, ehrlich, ey. Oh, nächste Waffe, Minen. Also diese Laserminen. Tretminen, nee. Tretminen nicht, Laserminen einfach. Die sind tatsächlich relativ nützlich. Ach, jetzt kommt schon Energie oder was? Oh, fuck. This is really shitty. Ob nicht, dass er noch lebt. Oh mein Gott. Den müssen wir jetzt besiegen. Ja, wie sollen wir da durch jetzt? Ah. Also wenn wir jetzt hier rausgehen, müssen wir auf jeden Fall rennen. Frage ist, wohin? Ah, hier unten erstmal. Jo, alles klar. Er ist direkt am Start, wa? Okay, hier ist das Schienensystem, was der Wissenschaftler gemeint hat. Also hier fängt es an, zumindest. Aber wir müssen natürlich erst Strom einstellen, ne? Auf den Schienen und so.
Weißt du? Frage ist, wo genau müssen wir jetzt hin? Hier nicht. Ach ja. Warum geht natürlich noch nicht? Warum auch? Aber ich denke mal, dass wir hier hoch müssen. Meine Güte, Alter. Oh, sorry. Sorry. Ah, jetzt sind wir an der Tür, die wir... Oh nein. Noch mehr. Haben wir auch Granaten, endlich. Hier ist ja alles dunkel, oder? Jesus, you don't know how close you were to getting one between the eyes. Listen, mister, if you can get the power on, that train down there will take us to the surface. I would try myself, but it's a long way down to the generator room, and there's things in the way. You heard one. Uff, ey. Was? Also Power ist noch aus auf jeden Fall. Energie. Ja, und dann müssen wir erstmal zum... Ja, wohin müssen wir eigentlich? Wir müssen auf jeden Fall... Strom erst einschalten irgendwie. Machen wir am besten hier. Irgendwo. So, da kommt einfach einer angejumpt. Aber das jetzt willst du nicht mehr, oder was? Jetzt will er nehmen. Ja, was ist denn jetzt? So. Alter, wie viele? Alter, der zerstört alles, wa? Macht hier alles kaputt. Ich hasse diese. Wir haben echt zu viele von denen reingemacht. Hey, meine Güte. Und ich komme jetzt noch mehr. Alter. Überhaupt nicht übertrieben. Ah, jetzt sieht's wieder radioaktiv. Das ist doch schön. Zwei Ebenen.
Okay, der ist anscheinend nur zum... Was denn? Ne, warte mal, ich komme doch... Ah, doch, hier komme ich hoch. Okay. Lade Daten. Na toll. Oh, wie lange dauert das? War ja gar nichts. Alter, wie lange dauert das denn, bis die aktiv sind? Okay. Also die Army hat sich hier auf jeden Fall eingerichtet, wie man sieht. Unsere Taschenlampe reflektiert, glaube ich. Süß. Ob sie kommen? Nee, sie wollen nicht. Oh nein. Sind echt nicht gerade hell, oder? Okay, noch mehr. Boah, Junge, Alter. Meine Güte. Noch einer? War nicht immer noch der gleiche, aber. Man sieht einfach nichts, wa? Meine Freunde, aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle wieder einen kleinen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Blickmesa. Danke fürs Zuschauen und bis dahin.